Quizas! Quizas unüberhörbar gleich zweimal. Herr Tanzler. Victor Hugo. Und damit ist es tatsächlich passiert. Gratuliere. Aber es ist eine wirklich tröstliche Schlusswertung. 32 für Sauerbrunn gegen 26 von Hof. Also sehr brav war das alles. Ich gratuliere Ihnen und ich darf jetzt auch sagen, jeder Punkt sind 10 Mark, sodass neben all den schönen Sachpreisen, die ich Ihnen vorher gesagt habe, trägt jeder von Ihnen 320 Mark nach Hause. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Und die Hofer 260 Mark pro Person zu all den schönen Büchern und Schallplatten. Ja, und jetzt spielt natürlich bei Quiz Ass auch noch die Tribüne zum Schluss mit, und zwar die Tribüne auf der Siegermannschaft. Und ich wüsste gerne von den Damen und Herren auf der Tribüne in Bad Sauerbrunn, ob sie ihr Eintrittsgeld gerne zurück hätten. Ja. Ja oder lieber doppelt? Ja. Oder dreifach? Ja. Aha. Das alles ist jetzt nämlich möglich, denn jetzt benutze ich oder missbrauche Bernd Weikel, aber wir sind so gut miteinander, dass er das tut für mich als Kopier. Bernd Weikel in einer neuen Rolle als Kopier. Wenn die Kugel jetzt auf 1 fällt, meine Damen und Herren, auf der Tribüne Sauerbrunn, dann kriegen Sie Ihr Eintrittsgeld zurück. Fällt sie auf 2, kriegen Sie es doppelt zurück. Fällt sie auf 3, dreifach. Nun kommt es. Fällt sie auf 4, kriegen Sie gar nichts. Und die Hofer-Tribüne kriegt das Eintrittsgeld zurück. Viel Glück, lieber Bernd Weikel. Die Kugel läuft und entscheidet sich für 1. Leider, aber immerhin einmal kann ich Ihnen das Eintrittsgeld zurückzahlen. Bin unschuldig. Ja. Meine Damen und Herren, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, dann schauen Sie wieder rein, wenn wir Quiz Ass spielen. Ich sage Ihnen für heute auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Quiz Ass. Liebe Zuschauer, ich gebe Ihnen nun die Auflösung und die zwei Gewinner unseres musikalischen Ratespiels Quiz Ass vom 8. Februar dieses Jahres bekannt. Das richtige Lösungswort lautete Mignon. Gewinner eines tragbaren Farbfernsehgerätes ist Else Kalk 1000 Berlin 48 und Gewinner eines Stereo-Radio-Rekorders Anni Becker 7143 Feihingen Enz. Darüber hinaus wurden 50 Schallplatten die Superhit-Parade der Operette verlost. Herzlichen Glückwunsch und viel Freude an Ihren Gewinnen. Viel Vergnügen wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt auch mit Peter Alexander und vielen anderen Stars, wie zum Beispiel Vivi Bach und Boy Gobert.